Ja? Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie, der ist schon wieder abgesprungen. Wie soll ich denn jetzt in Hamburg so schnell noch einen Gast herbekommen? Hier ist doch keiner, der berühmt. Nimm doch mich. Moment mal, bitte. Nimm doch mich. Wie ist dein Name? Wiegald Boning. Wiegald Boning, hast du das schon mal gehört? Klingelt was. Gut. Ist gebongt. Mach ich. Geh mal. Ja. Da drüben geht's los. Los. Ja, das war natürlich nur Quatsch. Schön, dich hier zu treffen, Wiegald, hier in Hamburg, deiner Stadt. Das ist der Ort, wo du quasi viele Jahre deines Lebens verbracht hast. Ja, also ist jetzt nicht nur meine Stadt, aber durchaus. Ich und Hamburg, wir sind auch Freunde. Ja. Ja, ich habe hier viele schöne Sachen erlebt. Von denen du uns ein bisschen was zeigen kannst. In Hamburg bin ich tatsächlich auch sehr, sehr oft, weil ich diese Stadt auch tatsächlich sehr mag. Ich finde, es ist eine sehr schöne Stadt. Wenn das Wetter es mal zulässt, sieht sie auch sehr schön aus, so wie heute. Ja. Aber was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe, zum Beispiel mal wirklich mir ein Boot nehmen und auf der Alster rumfahren. Ja, das ist ja die leichteste Übung. Ich kenne ja, du kennst sogar Bootsverleiher. Da können wir hingehen, ja. Dann latzen wir ein paar Euro und dann setzen wir uns in so ein Boot und los geht's. Wir, latzen da gar nichts. Ja, kennen die latzen. Okay, gut. Ja, ja, umso besser. Ja, umso besser, wollte ich sagen. Auf geht's. Machen wir das. Es riecht schon nach Kanu, da drüben. Du kannst das riechen? Ja. Uns jetzt hier auf am Fleet, den genauen Namen weiß ich gar nicht, ist jedenfalls in Eppendorf, einem Hamburger Stadtteil, in dem ich auch selber gewohnt habe. Aha, das ist sehr romantisch hier, muss ich sagen. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Tim und Struppi, die jetzt gemeinsam zusammen den Amazonas entdecken. Wobei wir gerade wirklich auf Gefahr laufen, da vorne was zu rammen. Wer bin ich denn? Tim oder mehr Struppi, glaube ich, ne? Du darfst die Rolle noch wählen. Ja, dann Struppi oder Captain Haddock. Wäre ich auch gerne. Du bist ja früher fast schon bekannt gewesen für deine ausgefallene Klamottage. Oder ja. Heute hast du dir auch extra einen Schlips umgebunden. Richtig, genau. Wie man sieht, hat sich das in all den Jahren so nicht geändert, dieser Geschmack, oder? Also ich kenne dich ja persönlich noch aus und es wird wahrscheinlich bei den Zuschauern nicht mehr der Fall sein, aber aus RTL Samstag, na gut, hallo. Was sagt man eigentlich, Petri Heil? Oder was sagt man, wenn man sich begrüßt hier? Bei so einem Kanu? Ja. Entschuldigung, die Damen, was sagt man, wenn man sich auf See begrüßt? Ahoi, sagt man. Ahoi, ahoi, ahoi. Ahoi, ahoi, ja, genau. Moin. Moin, moin. Ja, sehr gut. So, ich komme mir vor wie ein echter Hamburger. Nee, aber du hast damals ja auch schon wirklich das ausgefallenste Zeug getragen. Ja, richtig. Ich war damals mit einer Kostümbildnerin liiert und mit der hatte ich so eine Art Abo abgeschlossen. Ach. Also, dass ich einmal die Woche eine Kreation von ihr erwerbe. Ach so, du hast quasi ihre Sachen dann getragen. Genau, kann man so sagen. Richtig. Aber du hast ja dann jahrelang später, in den späteren Jahren, so ab 2004, hast du ja Clever moderiert. Ja. Mit Madame Eligmann und danach mit Bernhard Hohecker. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Die Show war ja wirklich darauf ausgelegt, dass ihr Dinge zerstört, oder? Das so. Bei Nicht nachmachen, ja. Das war jeweils ein Haus, einmal in der Stadt Troisdorf, einmal ein Bauernhof in der Nähe von Espelkamp, Raden. Und das Ziel war, das Haus zu zerstören. Und das haben wir auch beide Male hingekriegt. Das ist doch der Traum eines jeden Moderatoren, oder? So das kleine Kind im großen Manne wird geweckt. Genau. Und denkt sich dann so, Wahnsinn. Wie habt ihr es dann geschafft, am Ende das Ding in die Luft zu jagen? Einmal mit einer großen Gasexplosion. Ah ja. Und beim ersten Mal, das war natürlich viel schöner, indem wir das Badezimmer im ersten Stock so abgedichtet haben, dass kein Wasser rauskommt. Ah ja, wo ja die Badewanne. Und dann haben wir die Badewanne voll und überlaufen lassen. Das Wasser stieg und bei 2 Meter Wasserhöhe brach das ganze Gebäude innerlich zusammen. Ah, sehr gut. Auf YouTube wäre das, gibt's sowas noch nicht. Wie, das gibt's noch nicht? Das gibt's noch nicht. Auf YouTube gibt's keinen Kanal, wo Dinge einfach in die Luft gesprengt werden. Und ich finde, damit haben wir jetzt gerade eine super Marktlücke aufgemacht. Ja. Hast du eigentlich so eine dir angeborene Neugierde, sodass du... Ich bin völlig frei von Neugierde. Nee, das ist ja total gelogen, oder? Ja.
Also bei Clever war das ja so ein Mittelding. Da klingelte das Telefon, ich nahm ab und dann hörte ich, hallo, guten Tag, hier ist Sat.1. Wir würden gerne, dass Sie eine Wissensshow moderieren, Physik und Chemie zusammen mit Barbara Ehlichmann. Und ich musste sehr lachen. Ich hielt das nämlich für einen Witz, ja, aus zwei Gründen. Weil wegen Barbara Ehlichmann ja. So. Die hatte Explosiv vorher gemacht, ne? Ja, und die haben wir immer auf den Verarscht. Arm genommen, ja, bei RTL Samstagnacht. Und weil Physik und Chemie meine schwächsten Fächer in der Schule waren. Also ach, echt? Chemie hatte ich einen Punkt, aber nur, weil alle auf den Chemielehrer eingeredet haben, weil ich sonst gar kein Abitur gekriegt hätte. Und dann dachte ich mir, das ist ja ein Treppenwitz meiner Fernsehgeschichte, wenn ich jetzt so eine Sendung moderiere. Und Clever, da dachte ich, das machst du jetzt mal, dann kannst du diese Wissenslücken auffüllen. Ah, okay, also quasi hast du mitgelernt mit dem Zuschauer. Genau, ja. Ach so, ich hatte damals tatsächlich, das so naiv bin ich noch gewesen, hab so gedacht, so der Herr Bruning, Wahnsinn, was der alles weiß. Ja, wenn der mal mein Chemielehrer gewesen wäre. Ein Irrtum, ja, mit dem ich natürlich auch, den habe ich ja nicht aufgeklärt, den Irrtum, aus ja, gutem Grund. Wie lange hast du insgesamt hier gelebt? 87 bis 96. Und seitdem in München oder beziehungsweise Bayern? Ich bin so mehr so nomadische Natur. Aha. Das heißt, ich kann also problemlos auch im Zelt unterwegs sein oder die Standorte schnell wechseln. Ich habe auch schon in Hürth gewohnt zum Beispiel. Ach, okay. Ja, in Köln, in Hamburg, in Berlin, in München, in Oldenburg, in Bremen habe ich Zivildienst gemacht. Ja. Da warst du ja dann, bist ja einmal wild rumgekommen. Ist das so, dass du dann irgendwann, dass es die Fernweh packt, wenn du irgendwo dich zu lange aufhältst? Oder? So ein bisschen schon. Ja? Ich kann das mit Fahrradfahren zum Beispiel bekämpfen. Also nach 2 Tagen ungefähr geht das bei mir los, ach, dass ich denke, jetzt könntest du eigentlich auch mal wieder woanders hin. Okay. Also im nächsten Leben könnte ich zum Beispiel auch Kamel werden und oder einen Beduinen auf mir, ja, sitzen lassen. So, ja. Wanderfalke wäre auch gut. Wanderfalke oder Schmetterling. Ja. Vielleicht aber mit so einer Brille auf dann auch. Ja. Und einer Krawatte. Dem hängt ja, immer so mal runter. Und beim Kamel kann man gut eine Krawatte anbringen. Ja, genau. Ja, natürlich. Hast du eigentlich schon diese wahnwitzigen Boote gesehen, denen wir jetzt hier gleich begegnen werden? Ich finde diesen Käfer, diesen VW-Käfer, in dem da, den Polizeikäfer vor allen Dingen. Sowas. Ja, du hattest gerade das Wort Zelt erwähnt. Da musste ich lachen, denn ja, es gibt eine Geschichte, die erzählte uns deine Managerin. Die sagte, wir hatten gefragt, ob wir denn ein Hotel für dich buchen sollen. Die sagte so, nö, der Wieger, der schläft zur Not auch vom Flughafen im Zelt. Du hättest gerade so ein Ding für dich entdeckt, wo ja, du nur noch im Zelt schläfst. Wobei, wenn das Wetter schön ist, so wie heute, dann brauche ich auch gar kein Zelt. Also jetzt habe ich kein Zelt mit und aha, ich werde mich irgendwo am Flughafen hinlegen. Was? Das kriegst du hin, ja? Ja. Also legst dich dann auf den blanken Boden? Ja. Ich habe mir eine Liste schicken lassen von einem Bekannten mit den Plätzen, wo man gut Planespotting machen kann, ah, in Hamburg. Und da dachte ich mir, wenn man da schön Flugzeuge gucken kann, dann ist das vielleicht auch ein guter Platz zum Übernachten. Okay. Dann lege ich mich da einfach hin und werde aufgeweckt von LH2073 nach Frankfurt. Ja. Ich habe gelesen, du hast eine Punkband gehabt. Ja, mit 15 bin ich bei der Band Kicks eingestiegen. Das war allerdings jetzt nicht so Sex Pistols mäßig, sondern Sex, so ein Rocks and Rock'n'Roll. Mix aus Free Jazz. Einfach nur Geräuschen, würde ich mal sagen. Und so wie ja viel Punk auch. So, ja, ne? Und New Wave. Ah. Also wir hatten auch so mit Tonabnehmern verstärkte Vogelkäfige zum Beispiel, auf denen wir rumgeklopft haben. Ach, guck an. Ja, ohne Vögel allerdings in dem Käfig. Also nur der reine Käfig. Was ist denn so eine typisch hamburgerische Speise? Franzbrötchen? Franzbrötchen? Franzbrötchen ist auch hamburgisch, genau. Lapskaus. Das Rundstück, damit geht es ja schon mal los. Das ist ja die Keimzelle der Hamburgensien unter den Gebäckstücken. Dann Birnenbohnen und Speck. Aha. Moin. Dann Moin. Pannfisch natürlich. Pannfisch? Hamburger Pannfisch. P-A-N-N. Ah, das ist dann in der Pfanne gemacht. Ja, das ist so ein Fisch. Aber ich bin schon richtiger Hamburger Sprachchronist. Genau. Und dann gibt es dazu so eine Senfsoße, die mir persönlich jetzt aber gar nicht zusagt. Aha. Schade. Weil das wäre sonst eine tolle Sache. Das ist ein originelles, ja, Mal. Aber ich krieg's nicht runter. So, jetzt gehen wir mal, damit wir nicht wieder belästigt werden von unserer Begleitung, dass wir zu langsam sind. Gehen wir jetzt mal. Ja, genau, das ist lustig. Da sind wir die Ersten jetzt einfach. Pass auf, wenn es jetzt laut knallt, dann ist das die Schallmauer.
Das kann man aber sehr schön in der Postproduktion drauflegen gleich. Achtung, genau. Wir müssen aber noch ein bisschen schneller werden. Jetzt gleich. Jetzt. Ich wusste gar nicht, dass du dir hier einfach so ein Boot mieten kannst und durch das gesamte Ding hier durchfahren kannst. Ist das nicht toll? Oh, hier gibt's Eis. Warum? Ist das der Eisladen? Ja, hier gibt es offensichtlich. Ach, da sind wir, da müssen wir hin. Moin. Ja. Moin. Und man muss sich aber hinten anstellen, verstehe. An der Elbe, im Urstromtal, fließt das Wasser von ganz woanders hin. Manche H2O-Moleküle, kommen sogar aus Dresden hierher. Sogar aus Dresden? Ja, dann fließen sie weiter bis nach Brunsbüttel. Und von dort in die deutsche Bucht. Aber wir bleiben hier an der Strandperle und trinken ein Bier. Ja, ich sag mal Prost hier. Ja, Prost. So, mit einem alkoholfreien Bier. Sitzen wir jetzt hier an. Wo sitzen wir? Ist doch heute, oder? Die Leute rauchen hier auch gar nicht mehr filterlose Zigaretten. Ja, ja. Wer raucht schon nach Pfeife? Du rauchst jetzt mittlerweile diese Elektro-Dinger. Ja, dann darf man auch alkoholfreies Bier trinken. Exakt. Wir sitzen an der Strandperle. Du hast Strandperle. Gesagt, das ist hier ja, das ist so ein schöner Ort, an dem ich auch schon wesentliche Teile meines Lebens verbracht habe. Ja, das glaube ich. Das kann man, wenn ich hier sehe, kann man sehr, sehr viele Teile des Lebens verbringen, weil ganz viele junge Leute hier vor allen Dingen sind. Hier kannst du lecker essen. Ja. Das Fischbrötchen war total toll. Und du kriegst halt immer was zu sehen. Also jetzt ist natürlich gerade Vorführeffekt hinter der Kamera. Ja. Nicht? Unglaublich, da spielen sich ja unglaubliche Sachen Schau mal ab. Da zum Beispiel einer, das ist die größte chinesische Tankerklasse, die noch produziert wird. Ich glaube, der letzte, der produziert wurde. Du hast ja selber mal so eine Show gehabt, wo du Leute begleiten kannst. Ne? Die Wippschaukel. Die Wippschaukel. Ja, stimmt. Das hast du ein paar Jahre gemacht. Und ja. War das dasselbe? Ja, oder? Ein bisschen? Ja, so, also was heißt dasselbe? Aber du, vom Konzept her, du bist so in deren Städte gefahren. In deren Städte, die haben sich was ausgesucht, das ist genauso. Mhm. Ich war aber nicht so eloquent wie du. Ja. Das heißt, ich habe dann manchmal nicht gewusst, was ich jetzt sagen soll als Interviewender. Ja. Und daraufhin habe ich dann immer extra so Lücken gelassen, die man später mit Off-Text füllen konnte. Ah, nee, das können wir ja nicht. Das machen wir ja nicht. Das ist auch etwas teurer. Dann musst du ja noch einen Arbeitsgang mehr quasi. Nee, das auf YouTube geht das gar nicht. Aber wir haben ja genug, worüber wir quatschen können. Genau. Du hast sogar für die, das fand ich interessant, du hast mit der Folge zu Jürgen Drews hast du. Was hast du den Adolf-Grimme-Preis gewonnen? Warum gerade? Also das ist ja wohl der unwahrscheinlichste Gast. Dieser Tag mit Jürgen Drews war tatsächlich sehr, sehr speziell. Ja? Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wo wart ihr denn? Auf Mallorca. Auf Mallorca, ja, okay. Eine Home-Story. Er wollte es aber nicht bei sich zu Hause drehen, sondern... Aber er hatte einen Freund, einen sehr, sehr reichen Freund, der seine riesige Villa zur Verfügung stellte, auf das Jürgen Drews dann mit ironischem Unterton sagen kann, das sei sein Zuhause. Ah, haha. Ja, hahaha, genau. Und dann war das aber auch ein Tag, an dem es zum Beispiel ein Seebeben im Mittelmeer gab. Und ich saß mit Jürgen Drews in einer ähnlichen Gesprächssituation wie wir jetzt, an einer Promenade in Andratsch. Der Wasserspiegel sinkt durch das Seebeben und alle Segelboote liegen plötzlich auf Grund. Ach, krass. Und wir haben es aber gar nicht großartig bemerkt, wenn wir so uns anschauen, so wie wir jetzt. Und wir haben gedreht ohne Drehgenehmigung in Andratsch und kamen alle zusammen ins Kittchen. Ach. Ja. Und habt ihr dann aber nicht weiter gedreht? Nein, durften wir nicht. Ach, das wär nee, zu nee, schön wir haben so ein paar Bilder gemacht und so. Ja. Das war auch gut. Also einmal war ich im Gefängnis zusammen mit Jürgen Drews auf Mallorca. Also das war schon ein verdienter. Kann man mal machen. Ne? Ja. Wir haben vorhin festgestellt, Also mein neuer Traumjob wird einfach jetzt durch die Städte zu fahren, tolle Leute kennenzulernen und mit denen ein Bierchen am Strand zu trinken oder ins Gefängnis zu kommen. Du hast hier einen Traumjob, ja, klar. Genau. Dann würde ich sagen, Feierabend. Feierabend. Trink meinen noch aus. Du
Was machst du noch? Ich habe einen Schlafsack mit, den lege ich wahrscheinlich hier irgendwie hin. Es sind ein bisschen viele Leute noch, also ich muss noch warten, bis die weg sind und dann schlafe ich. Ja, irgendwann hast du bestimmt Ruhe. Und vielleicht stören mich die auch gar nicht. Ich lege mich einfach hin und schlafe. Lege ich mich einfach mit dazu. Das ist gut. Ja.